In einer Pressekonferenz hat die Stadt berichtet, welche Veranstaltungen sie in den kommenden Monaten in der City durchführt. Los geht's am Freitag, den 4. Mai ab 16 Uhr mit dem ersten Abendmarkt des Jahres auf dem Fischerplatz. Dabei gibt es eine Premiere, die erste Meeting Revival Party. Das Meeting ist tatsächlich also eine Kneipe gewesen, die von 1972 bis weit in die 80er Jahre hinein, also mehrere Generationen von Troisdorfer jungen Leuten im Prinzip gesehen hat. Und es gab eben dort ein legendäres Wirtsehepaar, das war Heidi und Paul Jaumann. Bürgermeister Klaus-Werner Jablonski, selber früher Gast im Meeting, erläuterte der Presse das Konzept des Veranstaltungsprogramms. Was wir schaffen können als Stadt, ist ja Aufenthaltsqualität. Ja. Das ist das Einzige, was wir machen können, ist Aufenthaltsqualität schaffen. Die machen wir einerseits städtebaulich, indem wir die Fußgängerzone ja umgestalten zurzeit, eine gute Optik alles darstellt, dass man sich da wohlfühlt. Auf der anderen Seite kann man das halt über diese Veranstaltungsformate schaffen, dass man sagt, okay, wie gesagt, dieser Abendmarkt ist unheimlich eingeschlagen. Und auf der anderen Seite, das Dritte, was wir ja machen, ist mit diesem WLAN hier, wir haben ja hier Freifunk eigentlich fast flächendeckend in der Innenstadt, das ist gerade auch für junge Leute. Jeden ersten Freitag im Monat gibt es den Abendmarkt. Außerdem veranstaltet die Stadt wieder eine Schlemmertour, das Familienfest, den Augenschmaus und manches mehr. Einen Überblick über die Innenstadtveranstaltungen bietet die Internetseite Troisdorf City.